Manchmal ist das so, dass wir alle zu Hause sitzen, vom Handy abhängen und uns irgend so ein Blödsinn reinziehen. Dann kommt ein emotionales Video, dieses bisschen in meinem Herzen fängt an zu kitzeln und sagt dir: Ey, Abdulhamid, komm, klein den Kopf, komm, ja, da machen wir was Gutes. Sonst was, steh auf, beten oder sonst. Dann legst du dein Handy beiseite, stehst auf, willst dich waschen. Auf einmal kommt der Shaitan von der Seite und macht alles, was in seiner Macht liegt, um dich irgendwie davon abzulenken. Plötzlich klingelt dein Handy, eine WhatsApp-Nachricht von Philan, mit dem du so oder so eigentlich nie im Leben schreibst. Einmal schreibt er dir, ruft jemand an, Person X hat Schluss gemacht mit Person Y. Warum? Weil er sich in Person Z verliebt hat. Oder die schlimmsten Fälle ist, der Shaitan kommt und sagt: Ey, du Harami, hör mal auf zu schauspielen, sitze ich mal wieder ein und chill dein Leben. Meistens ist es dann so auch, dass wir immer reinfallen. Und dann telefonieren wir wirklich und dann lesen wir die Nachrichten und antworten. Oder im schlimmsten Fall setzen wir uns wirklich hin und machen gar nichts. Warum ist das so? Wie kann ich das ändern? Es ist so, weil wir einfach, das Herz ist träge geworden, staubig, ist was ganz Normales. Ja? Ist was ganz Normales. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit unserer Religion. Und viele Leute fragen mich: Ey Hamid, ich will, aber was soll ich machen? Du kannst ja nichts machen, außer lesen, 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 lernen und verstehen. Was anderes gibt es da nicht. Es gibt tatsächlich nichts, was du daran ändern kannst, außer lesen, 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 lernen, verstehen. Und so wächst dieser Glauben im Herzen und so wirst du auch wieder Gutes machen. Andere Wege gibt es nicht. Existiert einfach nicht. Du kannst nicht mit einem staubigen Iman jetzt einfach zur Moschee fahren und dann machst du einmal, zweimal und dann das dritte Mal nicht mehr. Dann führt dich der Weg zu Shisha, aber auch nicht zu Mesjid. Ist Tatsache, Fakt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ganz klar und deutlich. Und ich finde, dieser Vers ist subhanallah ajib. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir wollen es dir leicht machen und nicht schwer. Was heißt, dass ein Leben ohne Allah und die Religion schwer sein wird? Und es ist auch Fakt, umso älter wir werden, umso mehr Sünden unser Nacken mit sich trägt, umso erwachsener wir werden, merken wir, dass die Worte von unserer Oma und Opa, ja, in Hand und Fuß haben, Gewicht haben. Die haben immer gesagt: Warte ab, mein Kind, wenn du älter wirst, du wirst sehen, dass die Dunja nichts wert ist. Fakt, Tatsache. Die ist nichts wert, wir werden älter und wir merken, dass es nur noch verdorben ist. Vor allen Dingen jetzt mit diesem ganzen Unsinn mit Coronavirus. Du siehst, dass die Menschen alle selbst egoistisch sind und nur an sich denken. Es gibt kaum Menschlichkeit noch. Es gibt es aber sehr, sehr wenig. Für so eine Menschenmasse auf diesem Planeten ist die Menschlichkeit sehr, sehr wenig. Sehen wir, brauchen wir nicht jetzt großartig drüber reden, ist auch nicht unsere Thematik. Es gibt ein Hadith von Talha ibn Ubaydullah, bekannter Gefährte gewesen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er erzählt uns etwas, was er gesehen hat. Ja'a rajulun ila rasulillah. Es kommt ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, min ahlin Najm, vom Volk Najm. Seine Kleidung war schmutzig, er war schmutzig und seine Haare waren ungekämmt und staubig. Warum erwähne ich das? Es ist bekannt, dass die Leute von damals, die Leute von Najm, sehr grob waren. Sehr, wie sagt man das? Sehr grob, sehr streng, sehr, wollte nicht so viel mit Menschen zu tun haben und waren auch dementsprechend halt auch, dementsprechend war auch deren Benehmen gegenüber den Menschen, die waren halt sehr grob. Und er fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Was ist der Islam? Erzähl mir was vom Islam. Sag mir bitte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam guckt ihn an und sagt: Fünf Gebete für Yom und Leil. Von morgens bis abends. Jetzt sagt der Typ, und er sagt: Muss ich mehr machen als das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Außer das, nein, außer das, was du noch mehr freiwillig von dir machen musst. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Und das Fasten im Monat Ramadan.
Da fragte man den Propheten sallallahu alaihi wasallam, muss ich mehr machen als das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, außer das, was du von dir noch freiwillig machen willst. Und erinnert ihn an dem Zekah, an die Armensteuer. Der Mann fragt ihn, muss ich mehr machen als das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, außer das, was du freiwillig von dir machen willst. So sagt, stand der Mann dann auf vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, Wallahi, bei Allah, ich werde nicht mehr machen als das, was der Prophet mir gesagt hat. Und ich werde auch nicht weniger machen als das, was der Prophet zu mir gesagt hat. Er hat sich umgedreht und ist gegangen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten, während er gegangen ist, indem er sich anguckt und sagt, wenn er sich daran hält, was er gesagt hat, so wird er ins Paradies eintreten. Und das ist die Religion. Die Religion ist keine große Philosophie. Die Religion ist nicht das, was wir von vielen Menschen heute sehen. Die Religion ist einfach eine Erleichterung von Allah für den Menschen in seinem Leben und kein Erschwernis. Jeder mit seinen Iman, jeder mit seinen Taten, jeder wird Rechenschaft ablegen müssen für das, was er getan hat und für das, was er nicht getan hat. Aber sich zu beschweren und sagen, ja, aber die Religion ist nicht. Es ist nicht mehr als das. Außer das, was du freiwillig von ihm machen willst. Es ist einfach 5 Gebete, ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Hey, wenn du deinen Vater anlügen kannst, um dich mit deinem Freund zu treffen, dann schaffst du es auch 5 Gebete am Tag zu machen. Bruder, wenn du irgendwie Bullshit machst, um am Ende des Tages irgendwie ein Fuffi zu verdienen, dann kannst du dich auch zusammenreißen und irgendwie 5 Gebete am Tag zu beten. Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts beigesagt, das ist die Voraussetzung. Mehr ist das nicht. Wenn ich euch frage, bitte ich euch, ich werde euch jetzt einige Fragen stellen. Und ich bitte euch, zu beantworten. Wenn ich euch frage, wer hat dich erschaffen? Musst du sagen, Allah. Wer gibt das Leben? Allah. Wer nimmt das Leben? Allah. Wer gibt dir das Essen? Allah. Wer nimmt dir das Essen? Allah. Wer hat den Tag erschaffen? Allah. Wer hat die Nacht erschaffen? Allah. Wer hat Jannah erschaffen? Allah. Wer hat Jahannam erschaffen? Allah. Wer ist es, der bestraft? Allah. Und wer ist es, der belohnt? Allah. Von wem kommen wir? Allah. Und zu wem kehren wir zurück? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir das verstanden haben, dreht sich alles nur um Allah. Egal wie, du kannst machen, was du willst. Alles dreht sich um Allah. Deswegen sagen wir auch, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück, so wie alles andere.